In Anwesenheit von viel Prominenz aus Politik und Wirtschaft wurden vergangene Woche die neuen Geschäfts- und Büroräumlichkeiten der Oberbank Bad Ischl den Besucherinnen und Besuchern präsentiert. Zeitgemäße Arbeitsplätze und der kundenfreundliche Schalterbereich standen im Rahmen der Umbauarbeiten im Mittelpunkt. Generaldirektor Franz Gasselsberger zeigte sich in seiner Ansprache stolz über die Entwicklung der Oberbank und vor allem der Bankstelle in Bad Ischl. Ja, kann man sagen, dass die Oberbank-Filiale hier in Bad Ischl eine besondere Filiale ist? Ja, es ist eine ganz besondere Filiale, denn es ist eine unserer ältesten Filialen, gegründet 1910. Es ist die 9. Filiale damals gewesen, als wir sie gegründet haben. Und sie ist im Herzstück der Oberbank, nämlich in Oberösterreich und noch dazu im Salzkammergut und einer für uns besonders wichtigen Region. Wie hat sich denn grundsätzlich das Bankwesen in den vergangenen Jahren entwickelt? Wenn man jetzt sagt, zum Beispiel in den vergangenen 20 Jahren, Sie haben vorher ein bisschen so von der Historie gesprochen und von den Erfahrungen, wenn man damals und heute vergleicht? Also ich bin jetzt 40 Jahre dabei, aber ich glaube, das Tempo der Veränderung hat insbesondere in den letzten 3-5 Jahren, vor allem seit der Pandemie, gewaltig zugenommen. Das Kundenverhalten, die Ausstattung der Bank, die Infrastruktur, die Digitalisierung. Kunden kommen eigentlich für einfache Geschäfte nicht mehr in die Bank, machen das von zu Hause aus. Aber auf der anderen Seite ist eines mehr geworden, nämlich der Wunsch, mit jemandem in der Bank zu sprechen, den Wunsch, sich auszutauschen, sich beraten zu lassen. Also das ist mehr als früher. Jetzt ist hier in der Oberbankfiliale in Bad Ischl vieles neu. Warum ist es so wichtig, dass man hier investiert hat, dass es Neuigkeiten gibt? Ich glaube, es ist ein Bekenntnis zum Standort. Es ist ein Zeichen, dass sie sich wohlfühlen sollen, dass sie sich gut aufgehoben fühlen. Und natürlich muss auch das Erscheinungsbild einer Bankfiliale mit der Zeit gehen. Ja? Und das war eben der Grund und die Notwendigkeit, warum wir hier massiv investiert haben. Also im Großen und Ganzen haben wir die Filiale generalsaniert. Das heißt, wir haben wirklich entkernt und komplett neu aufgebaut. Das größte Ziel der Sanierung war, dass wir mehr Räume für die qualitative Beratung schaffen. Das heißt, früher war alles sehr offen, sehr großzügig ausgestattet. Jetzt haben wir sehr viele kleine Besprechungsräume, wo man entsprechend mit den Kunden in einem vertraulichen Bereich sprechen kann. Und das, glaube ich, macht uns auch aus. Wir sind da eine sehr vertrauliche Bank. Vielleicht noch ein kurzer Blick in die Zukunft. Wohin wird es sich hinentwickeln, das Bankverhalten und das Bankwesen? Ich glaube, dass der Trend Richtung Digitalisierung eigentlich weiterhin zunehmen wird, dass aber bei qualifizierten Anliegen, bei Veranlagungswünschen im Bereich der Wohnbaufinanzierung oder auch wenn es um größere Investitionen, Lebensinvestitionen geht, private Vorsorge, eigentlich das Gespräch mit dem persönlichen Berater vielleicht noch wichtiger sein wird, als es jetzt ist. Im Rahmen des Umbaus wurden jedoch nicht nur die Räumlichkeiten der Oberbank revitalisiert, auch die Büros der BNP Wirtschaftstreuhand und Steuerberatungs GmbH wurden zeitgemäß modernisiert. Wie wichtig ist es, den Kundinnen und Kunden und vor allem dem Team einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten? Naja, es sind Zeiten wie diesen, das Um und Auf, wo vor allem Mitarbeiterseits das Rennen um die besten Köpfe ja schon längst in vollem Gange ist, ist ein attraktiver Arbeitsplatz schon sehr viel wert und für die Kunden letztlich sowieso. Und für uns ist es ein großer Wurf, weil wir durch diesen doch sehr gelungenen und wirklich sehr, sehr schönen Umbau eine letztlich perfekte Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, die Bildschirme sind schon schwarz, das ist eigentlich schon Feierabend. Du bist trotzdem im Büro, das heißt in der neuen Funktion eigentlich schon voll angekommen. Ja, wirklich voll angekommen. Ist wirklich Vollstart gewesen von Anfang an. Ich habe am Anfang eine Einschulungsphase gehabt auf die anderen Standorte und mittlerweile bin ich eigentlich voll in Bad Ischl tätig. Habe jetzt auch mittlerweile schon Personalverantwortung und dem ab 1.1. freue ich mich dann drauf, dass ich wirklich die Geschäftsführungsfunktion auch übernehmen darf. Wenn man jetzt explizit den Standort Bad Ischl hernimmt, was bedeutet der Standort Bad Ischl für BNP?
Der Standort Bad Ischl hat zunächst einmal eine ganz wichtige historische Komponente. Das war unsere erste Tochter sozusagen, unsere erste Erweiterung aus Gmunden kommend. Wir haben zuerst hier uns in Bad Ischl erweitert. Erst dann sind wir nach Forchdorf, nach Linz, nach Wels gegangen. Also da hängt einmal zum einen sehr viel Herzblut dran. Zum anderen ist es, wenn man diese Achse durch Oberösterreich sieht, rein geografisch, also so aufgefädelt von Linz über Wels, über Forchdorf, Vöcklabruck, Gmunden, dann nach Bad Ischl eigentlich nur die logische Konsequenz dieser Durchdringung von Oberösterreich, dass man auch im inneren Salzkammergut präsent ist. Das ja ein, nicht nur touristisch, sondern ganz allgemein sehr, sehr interessanter Wirtschaftsraum für uns ist.